Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 393 müssten wir jetzt sein. Genau, 393. Wieder mal mit dem Olympus DM 720, Wald 1, 320. Ja, genau, 720, 320, wie auch immer, am T-Shirt dran. Ja, ihr habt jetzt nun zwei Podcasts mit der Apple Watch gehört und die Apple Watch nimmt gut auf. Das stimmt allerdings sehr leise, das habt ihr ja auch gehört. Und oder man muss halt wirklich ziemlich nah am Mikro sein oder halt eine sehr laute Atmosphäre haben. Ja, oder man muss die Datei irgendwie lauter ziehen. Ja, ich sag mal so, also ich werde die Apple Watch schon mal für einen Podcast verwenden, dann werde ich halt direkt da ins Mikro sprechen. Oder halt, wenn ich jetzt mal wirklich eine lautere Umgebung habe, dafür ist die Apple Watch auch gar nicht schlecht. Ne? Beim Olympus müsste ich ja schon wieder überlegen, aha, nehme ich jetzt niedrig, nehme ich jetzt mittel, nehme ich jetzt hoch. Brauche ich bei der Apple Watch nicht. Die könnte ich dann einfach so laufen lassen und sagen, okay. Ne? Oder wenn man jetzt wirklich eine Atmosphäre aufnimmt, die ist dann zwar ein Mono, aber ja. Ja, der Apfelkuchen hat auch eine neue Folge. Just Press Record wurde da vorgestellt. Ja, eine wirklich gute App, weil sie auch Stereo kann und es kein Abonnement ist. Also für 4 Euro noch was kriegt man diese App. Ja, ich habe zurzeit, wie gesagt, kein Geld drauf, deswegen kann ich mir die App auch momentan nicht holen. Aber sie ist nicht schlecht. Ja, könnt ihr euch an dem Podcast ja mal anhören. Habe ich auch geteilt in Facebook, also wirklich wieder super gemacht. Und ich liebe ja so eine Podcasts, also vor allen Dingen auch, wenn es um Audio geht, ne? Und gerade auch, wenn es um Apps geht. Ja, gut, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich viele Apps kauft. Ich bin mehr der Mensch, der mit den Gratis-Apps arbeitet, was halt daran liegt, dass ich natürlich mein iPhone nicht so oft auflade. Ich habe es schon mal aufgeladen gehabt, also dieses Guthaben, aber das mache ich äußerst selten und deshalb arbeite ich meistens mit den Gratis-Apps. Ja, und jetzt halt wie gesagt mit der Apple Watch. Zurzeit lädt meine Apple Watch genauso wie auch mein iPhone, also jetzt ist alles am Laden und Apple Watch hatte noch 50%, also gut, die hätte ich jetzt noch verwenden können, aber mein iPhone hatte 0%. Muss irgendwie ein iOS 15 Punkt noch was Ding sein, dass die jetzt sagt 0% geladen. Also 0% heißt ja für mich eigentlich, das ist leer. Und trotzdem war das Handy noch an. Also gut, muss ich nicht verstehen. Ja, aber auf jeden Fall lädt das iPhone jetzt. Und insofern, ja. Und ich habe wieder meine Sprechuhr um. Also ihr seht, dass ich alles, was ich habe, auch wirklich benutze. Also ich bin kein Mensch, der, nur weil ich jetzt was anderes habe, das in die Ecke lege, sondern ja, ihr seht ja jetzt, die Apple Watch lädt und ich habe meine Sprechuhr um. Also insofern benutze ich immer beides. Und weil ich sage mir, wenn man sich schon für Technik interessiert, so wie ich, dann ja, will ich das auch benutzen. Bei Olympus-Geräten sieht das momentan ein bisschen anders aus. Früher habe ich öfter mal die anderen alle benutzt. Momentan, aber seitdem ich den 720 habe, muss ich sagen, der nun wirklich super aufnimmt. Ihr hört das ja wieder und das ist ja wirklich der Hammer. Also, ja. Wie gesagt, die Apple Watch ist halt wirklich eine Sache, wenn man jetzt wirklich eine laute Atmosphäre hat oder wenn man jetzt wirklich mal unterwegs für Notizen ist sie auch ganz gut, muss ich sagen. Also wenn man direkt ins Mikrofon spricht, dann versteht man sehr gut, was gesagt wird und das finde ich ganz gut. Aber sobald das Mikrofon halt etwas weiter weg ist, muss die Atmosphäre auch wirklich lauter sein, ne? Also wie bei Smooth Tech.
der diese Aufnahmen im Auto gemacht hat oder draußen. Ne? Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Außerdem hat er ja auch mit Audacity, denke ich, die Sachen noch bearbeitet. Aber trotzdem, wenn man natürlich draußen aufnimmt oder jetzt mal wirklich ein paar Leute hat, und dann ist die Aufnahme natürlich wesentlich anders, als wenn man wie ich, ne, einen Podcast macht, die Uhr hängt am Handgelenk und man quatscht jetzt letztendlich im Raum. Und ja, dann ist natürlich klar, dass das eindeutig zu leise ist. Und das ist ja Marie auch gleich aufgefallen. Marie sagt ja gleich, dass es sehr leise ist, aber die Qualität schon gut ist. Und ja, auch Flo hat ja heute nochmal gesagt, ja, er musste die Boxen wirklich sehr aufdrehen. Ne? Also insofern, ja. Ich werde weiterhin experimentieren. Ich meine, vielleicht finden wir ja noch eine App, wo man das Mikrofon der Apple Watch lauter ziehen kann. Das wäre natürlich richtig geil, weil, ja, ich denke, man kann mehr aus der Apple Watch rausholen. Also, wenn es die richtige App gibt, aber es ist ja immer mit, ja, mit internen Mikrofonen ist ja immer das Problem, dass meistens ja nur diese Automatik greift und man nicht mehr viel machen kann. Und das ist natürlich auch immer blöd. Ja, das hat sich ja auch geändert. Bei den älteren iPhone-Modellen zum Beispiel, da konnte man auch bei der Shure-App, das, also beim iPhone 6 ging das, glaube ich, noch, da konnte man noch das Mikrofon, das interne Mikrofon auch noch lauter ziehen, was ja dann nicht mehr ging. Und ja, das sind alles so Sachen, ja, man versucht immer mehr auf Automatik zu gehen und ja, das ist natürlich schade. Ich hätte wirklich gerne eine App, wo man das Mikrofon der Apple Watch wirklich lauter machen kann, damit man auch wirklich laute Aufnahmen machen kann, ohne halt auch zu übersteuern. Ich habe dann versucht, die Aufnahme mit Audacity zu normalisieren. Die eine, die ich gemacht habe, also die ich noch nicht hochgeladen habe, die ich auch nicht hochladen werde. Aber auch als ich normalisiert habe, wurde sie nicht wirklich lauter. Dann habe ich versucht, sie zu verstärken. Aber da habe ich dann natürlich auch gedacht, scheiße, wenn du jetzt aber was übersteuerst, das ist ja nun auch nicht gerade Sinn der Sache. Naja, also es war ein bisschen schwierig und da habe ich mich halt entschlossen, gut, die 93, also die 393 nimmst du jetzt wieder mit dem Olympus auf und wartest halt, bis irgendwann mal eine App kommt, die, ja, wo man die Apple Watch oder das Mikrofon der Apple Watch halt aussteuern kann und wo man halt ein bisschen mehr rausholen kann aus dem Mikrofon der Apple Watch. Ja, also deshalb nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr so eine App kennt, und es wäre schön, wenn die auch wirklich gratis wäre, ja, dann ja, könnt ihr mir ja Bescheid sagen und wie die heißt oder was. Ja, da wäre ich wirklich sehr dankbar, weil dann könnte ich auch mit der Apple Watch lautere Aufnahmen machen, weil Markus hatte mir dann auch dieses Easy Wave noch vorgeschlagen für den PC, aber das ist eine nette Idee, aber dann müsste ich die Datei erst wieder in Wave umwandeln und dann müsste ich sie wieder mit Easy Wave bearbeiten. Das ist alles Quatsch. Also ich meine, wenn man eine ARC-Datei oder so in Wave umwandeln muss, um sie dann zu bearbeiten, also das ist ja auch wieder, das Hin- und Her-Umwandeln ist ja auch nicht gerade gut. Da gibt es ja auch immer Verluste letztendlich. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Arbeitsaufwand. Und ich bin ein Mensch, der, es geht mir nicht darum, dass ich nicht arbeiten, also dass ich das nicht bearbeiten will, aber es geht mir halt darum, dass ich ja schon vornherein eine gute Aufnahme machen möchte. Ja, ich möchte nicht erst irgendwas aufnehmen und dann, weiß ich nicht, noch irgendwie am Computer sitzen und das ist ja auch Zeit, die man beansprucht und letztendlich, ja. Ja, also wer da wirklich noch eine Idee hat und eine gute App empfehlen kann, mit der man das Mikrofon der Apple Watch aussteuern kann, kann mir ja mal Bescheid sagen. Auf jeden Fall habt ihr die Apple Watch jetzt mal gehört. Jetzt, wie gesagt, ist wieder der Olympus dran. Trotzdem, also die Apple Watch benutze ich wirklich sehr oft, also gerade auch mit der Uhrzeit. Ich habe mir zum Beispiel auch mal das Mickey Mouse, man kann ja so Watch Faces, nennt sich das, also Zifferblätter und unter anderem auch Mickey Mouse. Und bei Mickey Mouse ist es dann so, dass die Mickey Mouse auch spricht. Das heißt, immer wenn man
wenn die Uhr halt die Uhrzeit sagt, dann sagt sie nicht mit der Siri-Stimme, sondern mit dieser Mickey-Maus-Stimme. Das finde ich auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Zifferblätter gibt, wo so Stimmen sind. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, zum Beispiel eine Star Wars App, wo Lord Vader die Uhrzeit sagt, das wäre natürlich, es ist 7.12 Uhr oder so. Ja, also das wäre natürlich, oder, ja. Auf jeden Fall finde ich das, ja, ist eine Apple Watch eine gute Ergänzung zum iPhone, ja, und, ja, ich hatte zum Beispiel letztens schon eine gute Situation, wo ich die Apple Watch benutzt habe. Ich habe mir eine Pizza machen wollen und mein iPhone war mal wieder fast leer und ich musste es aufladen. Und meine Apple Watch hat aber noch irgendwie, weiß ich nicht, was waren das, 60% oder so. Das ist ja noch. Und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt kannst du auch einen Timer mit der Apple Watch stellen. Jetzt brauchst du kein iPhone mehr dazu. Naja, dann habe ich einen Timer gestellt mit der Apple Watch und es ging. Und das sind halt so Funktionen, ja, die ich halt verwende. Ne? Oder auch, ja, um Siri mal schnell was zu fragen. Ne? Das ist auch ganz günstig. Ne? Und wenn man das iPhone lädt und ich habe die Apple Watch um, auch das geht. Also innerhalb der Wohnung ist es natürlich kein Problem. Und ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, es ist sozusagen eine Ergänzung zum iPhone und es ist natürlich eine Uhr. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich ja trotzdem gesagt, benutze ich meine Sprechuhr weiterhin. Die ist ganz gut, wenn er halt die Apple Watch lädt. Ja, dann kann ich die Sprechuhr ummachen und schon wird alles verwendet. Naja, also ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten und ja, iPhone und Apple Watch ist ja auch wunderbar, es kombiniert sich ja auch ganz gut und ja, die App Just Press Record gibt es auch für die Apple Watch, das ist natürlich gut. Ja, also wie gesagt, war wieder eine schöne Apfelkuchenfolge. Und was mir halt immer mehr auffällt, ist, dass Apple wirklich eine Weile braucht, um Podcasts zu aktualisieren. Also ich habe von radio.de die Nachricht bekommen, da von diesem Just Press Record, ne? Und da habe ich dann so gedacht, okay, gehst du mal bei Apple rein. Bei Apple war sie aber noch nicht verfügbar. Und genau das Gleiche passiert mir nämlich auch oft genug. Ich lade eine Folge hoch und dann ist sie bei radio.de manchmal schon drin und bei Apple halt noch nicht. Und ich denke mir dann immer, mein Gott, warum braucht Apple immer so lange, um das zu aktualisieren? Ne? Also ich mache dann ja immer auf Aktualisieren und mit drei Fingern nach unten, das ist auch aktualisiert. Und trotzdem, Apple braucht manchmal länger, bis die Folge auch wirklich bei Apple verfügbar ist, warum auch immer. Ja, ist halt so, ne? Aber das fällt mir halt auf, dass Apple irgendwie da am längsten braucht. Ich glaube, am längsten braucht bis jetzt Google Podcasts, stelle ich fest. Also bei Google Podcast hat es immer sehr lange gedauert. Ja. Aber trotzdem, die Folge ist ja jetzt ist sie ja bei Apple auch drin und ja, wunderbar und war echt schön. Also Just Pressed Record, das benutzen viele. Also ich habe jetzt schon mehrere Apps, die viele verwenden. Einmal ist es die Audio-Memos, ne, die allerdings nur mit Abo in Stereo geht oder man muss sich halt die App für über 20 Euro kaufen. Ja, oder halt Alone-Diktaphon, also Alon-Diktaphon. Die kann Stereo aufnehmen, aber auch hier muss man bezahlen für und ja, bei Just Press Record leider auch. Ja, und die Reporter-App ist immer noch nicht bedienbar. Also ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel. Ja, schauen wir mal.
Ja, wir befinden uns momentan wirklich in einer sehr schwierigen Zeit. Also gut, Corona-Lockerungen kommen, aber wir haben den Krieg in der Ukraine und ich muss sagen, also mich nimmt das sehr mit, was da passiert und ich will auch gar keinen langen Podcast darüber machen. Ich kann nur sagen, Krieg ist schlimm, egal wer ihn angefangen hat und egal auf welcher Seite, auf welcher Seite die Leute sterben, jeder Tote ist zu viel. Das möchte ich einfach nochmal hier bestätigen. Und ich finde, ja, mein größter Wunsch wäre, wenn das halt aufhören würde. Ja, also ich finde es furchtbar, dass wir sowas erleben müssen. Ich hoffe, dass sich das nicht weiter fortpflanzt, also dass die Krieg auf andere Länder übergeht oder so. Das, na, und wenn man dann wieder hört, dass einige Staaten wieder Waffen verkaufen, also wo ich dann sage, ja, okay, sicher brauchen diese Waffen zur Verteidigung, aber andererseits, ich bin halt kein Politiker. Deshalb kann ich da nicht jetzt. Aber so ist es halt. Die Welt ist nun mal so. Und ja, irgendwer verdient halt an so einem Krieg leider. Und das ist halt immer das Problem. Und ja, es ist halt immer so, wenn jetzt natürlich irgendein Staat Waffen verkauft, dann ja, könnte Russland auch wieder sagen, so, okay, ihr mischt euch ein. Ne? Das jedenfalls kam das ja auch, habe ich auch ein Video drüber gesehen. Und ja, es ist immer schwierig. Also ich selbst finde Waffen verkaufen ist immer schlecht. Aber was soll man machen? Wir haben nun mal diese Situation jetzt und wir hoffen halt, man kann hoffen, dass das nicht sich ausweitet, dass der Krieg irgendwann vorbei ist und dass die sich irgendwie einigen und nochmal an den Tisch setzen und verhandeln. Gut, mehr möchte ich jetzt aber auch nicht darüber berichten, denn schließlich wollen wir uns ein bisschen ablenken von der ganzen Sache und ja, das ist halt das, was wichtig ist. Ablenkung. Ne? Und ja, so ist es halt. Schauen wir einfach mal, wie das alles weitergeht. Wir haben heute Samstag und so, jetzt tue ich erstmal meinen. Jetzt habe ich erstmal meine. Upsi. Ja, mein Handy muss wie gesagt aufladen. Ja, so ist das halt. Mit Handys. Und wenn man natürlich alles hier mit Akkus hat, dann irgendwann ist man nur noch am Aufladen. Ja, aber das ist halt so. Kann man nicht ändern. Ja, auf jeden Fall eine super Folge des Apfelkuchen-Podcasts. Und ich bin gespannt. Es gibt auch eine gute Folge von Bibi Blocksberg Podcast wieder. Und zwar wurde der Regisseur, der Michael Schlimm, interviewt. Auch ein sehr interessanter Mensch. Und er ist übrigens mit Susanna Bonasewicz verheiratet. Und ja, auch der Podcast ist sehr interessant.
Ja. Also es tut sich was am Podcast-Himmel. Ja, mal gucken. 6 Mitteilungen. Telefon vor 2 Minuten. Andreas Töpsch. Verpasste Anruf. Ja, ja. Ist jetzt nicht. Telefon vor 3 Minuten. Facebook vor 23 Minuten. Facebook. Aaron Christopher Hoffmann gefällt ein Foto. Mail vor 35 Minuten. Frieda von Kleinanzeigen. Mail vor 56 Minuten. Facebook. Aaron Christopher Hoffmann hat etwas in der Apfelkuchen. Mail vor 56 Minuten. Gut, ich werde mal. Facebook. Aaron Christopher. Dienstprogramme ordnen. Gut. 5 Apps. 2. Mach mal auf nicht stören jetzt. Nein. Nicht stören ein. Du hast anscheinend kein HomeKit-Zubehör installiert. Oh. In der Home-Apps. 19:03 Uhr. Nicht stören ein. Okay, ich habe nicht stören eingeschaltet. Na, geht doch. Gut. 19:03 Uhr. Dann habe ich jetzt nicht stören ein. 19:03 Uhr und 18 Sekunden. Nicht stören ein. Einen Moment. Nicht stören ein ist bereits an. Ach so. Das passiert hier doppelt. Na, ist doch schön. So. Dann haben wir nämlich jetzt nicht stören ein und dann können wir auch nicht. Ne? Weil jetzt mache ich meinen Podcast. Und jetzt wird. Ach, so schön. Genau. Meinen Podcast. Ja. Das war also Podcast von Sven Heidenreich. Folge Nummer 393 mit dem Olympus DM 720, 320, weit 1, Empfindlichkeit manuell, schön laut und wir hören uns dann in der Folge 394 wieder. Bis dann, ciao, ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es unter meiner E-Mail-Adresse tun. sven.svenny.heidenreich@googlemail.com. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den nächsten Folgen von Podcast von Sven Heidenreich und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.